Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Agricare-Workshop. Heute ist es wieder Montag und wie genau letzten Montag grummelt im Hintergrund ein Gewitter. Das ist gar nicht so unangenehm. Ich hoffe, das stört uns und Sie nicht allzu sehr. Ja, aber der Vortragende hat gewechselt. Ich wollte es doch auch mal wieder probieren und ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass Sie jetzt nicht Claudia in Wort und Bild haben, sondern mich. Und so bin ich gleich bei der Frage, bin ich gut zu verstehen? Ich schaue mal in den Chat. Bin nämlich auch an einem anderen Computer, da weiß ich gar nicht, ob das, ja. Hallo, guten Abend. Ja, vielleicht kann jemand eintragen, ob ich gut zu verstehen bin. Sehr gut, sagt, wird mir geschrieben. Dankeschön, vielen Dank für die Hilfe. Wunderbar. Und ja, Sie wissen ja, wir treffen uns jeden Montag hier oder fast jeden Montag. Es gab eine Ausnahme vor Pfingsten, aber selbst zu Pfingstmontag haben wir uns getroffen. Und unser Ziel ist es immer, die Effektivität des Einsatzes von Agricare für unsere Verbesserung der Lebensqualität zu erhöhen. Ihnen Informationen zu geben, dass Ihnen das gelingt, noch besser mittels Agricare zu besserer Lebensqualität zu kommen. Und ich denke, wir sind auf dem guten Wege und möchten heute einen großen Schritt auch dabei beschreiten. Und um das gut abzuwickeln, freue ich mich, dass ich im Hintergrund Renate, meine Frau, und Claudia, meine Tochter, als Assistentin habe. Heute habe ich es besonders nötig, denn heute ist mein Computer, ich will nicht sagen zusammengebrochen, mein üblicher Computer zusammengebrochen, aber er machte nicht mehr das, was ich wollte. Vielleicht liegt es auch an mir. Und so musste ich alles umziehen hier auf diesen anderen, in diese andere Alternative und hoffe, dass es alles gut gelingt. Also starten wir. Ich möchte gleich zu Beginn, dass ich nämlich nicht vergesse, die PDF-Datei Ihnen zum Download anbieten. Und das hoffe ich, funktioniert jetzt. Ich habe nämlich hier auch noch eine ganz komische Spracheinstellung auf meiner Oberfläche, was überhaupt nicht gerade meine Unterstützung findet und mein Verständnis, aber ich hoffe, es geht trotzdem gut. Also fangen wir an und nochmals vielen Dank an Renate und Claudia für die Hilfe. So, 27. Mai, Sie wissen Bescheid, auch diejenigen, die die Aufzeichnung sich anschauen. Es ist ja so, dass wir die Aufzeichnung mit den Fragen und Antworten 10 Tage lang im Internet zur Verfügung stellen. Das wissen Sie. Sie bekommen auch eine Nachricht von uns, wie Sie das erreichen. Und außerdem haben wir uns jetzt schon über ein Jahr lang angewöhnt, die Vortragsseite, also ohne den Fragenbereich, das ins Internet zu legen. Das finden Sie über unsere Seite ulrich-mtc.de. Dort können Sie auch gut nochmal nachschlagen. Und wir haben uns auch dort bemüht, weitestgehend die Schlagworte, mit denen Sie dann suchen können. Sie können über das Datum suchen, aber Sie können auch über die Schlagworte suchen, um sich den Vortrag noch einmal anzusehen. Und wie immer, sowohl bei den 10-tägigen Videos als auch bei diesen, die wir in den Beiträgen auf ulrich-mtc.de ablegen, können Sie dort natürlich die in den Videos spulen, vorspulen, rückspulen. Das geht alles hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, und ich möchte heute Sie überleiten und Sie motivieren zu Erweiterungen, die wir vornehmen und möchte Ihnen das gerne aufbereiten, indem ich Ihnen zunächst, ehe ich darauf eingehe, Ihnen hier an drei Beispielen bestimmte Abläufe vorstellen. Erstes Beispiel. Eine Anwenderin hat stark eingeschränkte Nierenfunktion. Sie wissen, damit ist nicht zu spaßen. Und die ärztliche Diagnose hat gezeigt, dass es sich um eine Entzündung handelt und diese Entzündung ganz offensichtlich ist bereits etabliert, also große Gefahr.
Es wurde vermutet, von ärztlicher Seite schon vermutet, dass bakterielle Erreger, nämlich der Citrobacter, dort die Ursache ist. Und wenn Sie in der Standardliteratur, in der Fachliteratur nachschauen, dann finden Sie auch, dass dieser Erreger eine systematische und eine systemische Infektion zu Harnwegsinfektionen erreicht, nämlich die Ursache ist für Harnwegsinfektionen und Nierenfunktionseinschränkungen. Demzufolge, nachdem wir diese Informationen hatten, konnten wir die Anwenderin mit unserer Empfehlung versehen, nämlich BOE11. Ich wiederhole den Code BOE11 und die Anwendung heißt Citrobacter Coseri. Und siehe da, schon nach 2 Tagen wurde nicht nur durch die Anwenderin, sondern auch bei ärztlicher Untersuchung festgestellt, dass sie sich weitestgehend gebessert hat. Nach 2 Tagen, muss man sich mal vorstellen. Es ist also für mich immer wieder erstaunlich, wie schnell Nierenfunktionen sich verbessern, aus schlechtesten Zuständen sich verbessern können, wenn man die Nieren dazu unterstützt. Das kann durch Trinken sein, durch vermehrtes Trinken. Das kann aber auch hier wie hier geschehen, nämlich mit dieser speziellen und sicherlich notwendigen Agelkehr-Anwendung. Weitestgehend verbessert nach 2 Tagen. Wunderbar. Zum zweiten Fall. Dort handelt es sich um eine Anwenderin, die musste sich einer Operation unterziehen und vorbereitend zu dieser Operation wurden die hirnversorgenden Arterien ultraschallmäßig untersucht und ganz erstaunlich und überraschend und natürlich auch mit der entsprechenden Angst dann verbunden wurde festgestellt und der Anwenderin mitgeteilt, dass eine hirnversorgende Arterie, wir haben ja zwei, am Hals sind die Arterien, die nennen sich Karotis, und dass dort eine schon zu 85% durch Plaques verschlossen ist. Keine Symptome, aber das so ein Befund macht natürlich die Operation kontraindiziert. Die Patientin wurde also nicht operiert, weil man sonst Zwischenfälle befürchtet hätte. In der Standardliteratur fanden wir nichts dazu zu Erregern. Aber unsere eigenen Erfahrungen, und ich denke, wenn Sie oft genug an unserem Workshop teilgenommen haben, dann wissen Sie, dass wir hier aus dem Bereich Parasiten direkt, aus dieser Gruppe, einen Verdächtigen haben, den es sich immer lohnt zu testen und einzusetzen, nämlich die Anwendung A371. Ich wiederhole den Quellencode-Index A371 und der Erreger heißt Chlamydia pneumoniae. Wir finden ja den Erreger, Chlamydia pneumoniae im Bereich der Atmung, weil man ihn zuerst in der Lunge festgestellt hat, dass er dort die Lungenfunktion beeinträchtigt. Längst wissen wir aber, dass er auch ganz, ganz häufig beteiligt ist an Beeinträchtigungen im Stütz- und Bewegungsapparat, nämlich in den Gelenken vorzufinden ist, auf Zellenebene und dann dort unsere Schwierigkeiten bereitet. Wir wissen auch, dass wir ihn noch anderswo finden, da möchte ich aber nicht drauf eingehen. Jedenfalls aus unserer eigenen Erfahrung in Ergänzung zu der nicht ergiebigen Fachliteratur hat uns zu der Empfehlung gebracht A371 Chlamydia pneumoniae und die Anwenderin hat es sofort eingesetzt. Und siehe da, die ärztliche Nachkontrolle war erst nach 11 Tagen und schon da wurde festgestellt, es sind keine Plaques mehr zu finden. Und hier war auch kein Irrtum oder eine Dysfunktion zwischen erster Diagnose und zweiter Diagnose, sondern die Diagnostik erfolgte durch denselben Arzt, nämlich den, der auch vorab festgestellt hat, halt, hier gibt es eine Kontraindikation durch die massive Ablagerung von Plaques in der Karotis. Wir können nicht operieren. Derselbe Arzt hat also nach 11 Tagen feststellen können, zu unserer Freude und zur Freude der Anwenderin, dass diese Kontraindikation aufgehoben ist und die geplante Operation konnte also nun erfolgen. Offensichtlich, das habe ich auch in die Folie hier geschrieben, offensichtlich bestehen Plaques oder sagen wir mal hier in dem Fall
Offensichtlich bestehen diese Plaques aus dem Erreger Chlamydia pneumoniae. Und wenn wir die Erreger Chlamydia pneumoniae beseitigen, dann haben wir auch diese Plaques beseitigt. Eine wunderbare Verbindung, die wir natürlich nicht vergessen sollten für unsere weiteren Handlungen. Drittes Beispiel. Beim Anwender wurden operationswürdige Herzklappenfehler, nämlich zwei, oder ich sage mal so, zwei Herzklappen waren betroffen von Fehlern, Herzklappenfehlern, sowohl Insuffizienz als auch Stenosen dieser Klappen. Und es wurde gesagt, das muss operiert werden. Das ist ja üblich, das zu operieren, werden Herzklappen ersetzt. Und der Anwender, der nun auch schon betagt war, hat sich nicht gleich der Operation erziehen wollen und hat unsere Empfehlung entgegengenommen, A371, Chlamydia pneumoniae. Ich wiederhole, A371, Chlamydia pneumoniae, auch in diesem Fall. Also nicht nur vorhin, bei den Plaques, in den Karotiden und bei den vielen, vielen Fällen, die Sie kennen, mit der Lunge und mit den Stützenbewegungsapparatoren, hier auch bei Herzklappen. Und da bin ich, sagen wir mal, darauf gekommen, weil ich vor über 40 Jahren, so lange ist es schon her, die Gelegenheit hatte, mit hochauflösenden Ultraschallgeräten für die Untersuchung des Herzens, also sogenannte Echokardiographiegeräte, die wir ganz neu hatten und ich dort sehr gut angeleitet wurde durch einen sehr, sehr erfahrenen Arzt, der auch mein Freund war. Und der hat mir gezeigt, dass dort so viele Mikroorganismen sich anlagern können, dass auch Plaques entstehen, und zwar jetzt nicht in den Gefäßen selbst, sondern an den Herzklappen direkt und an den Fäden zu den Herzklappen. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, was das für ein starker Befund war, den wir damals gesehen haben. Mit Ultraschall hätten wir das niemals geglaubt. Bakterien erzeugte und mit Bakterien zusammenhängende Strukturen zu erkennen. Aber er hat mich darauf hingewiesen und ich habe das nicht vergessen. Und daher kam auch diese Empfehlung für diesen Anwender, der nach circa 10 Monaten, also hier hat es länger gedauert, aber ich weiß nicht, ob es notwendig war, die Anwendung so lange zu machen oder ob die ärztliche Untersuchung erst nach 10 Monaten erfolgte, die Nachuntersuchung. Sie wissen ja mit den Terminen, das ist nicht mehr ganz so toll in diesem besten Deutschland aller Zeiten, mit den Terminen für ärztliche Untersuchung oder ärztliche Behandlung. Jedenfalls wurde bei diesem Anwender, nachdem er circa 10 Monate lang diese Anwendung täglich durchgeführt hat, wurde festgestellt, die Herzklappen sind überhaupt nicht mehr beeinträchtigt und jegliche Operation für die Herzklappen, die vorher geplant war, erübrigt sich. Also auch sehr große Freude. Somit haben wir hier als Beispiel die drei Ereignisse, die ich beispielhaft, so meine ich das, zusammengefügt habe, um sie Ihnen hier vorzustellen, bestimmt mit einem bestimmten Hintergrund, auf den kommen Sie noch, wo ich Sie hinführen will. Und diese drei Beispiele, und wir könnten noch sicherlich mehrere hundert dazu fügen, die wir registriert haben, die wir dokumentiert haben, in denen auch Erfolge zu finden waren, indem wir Anwendungen aus der Gruppe Parasiten direkt eingesetzt haben. Ich zeige das gleich, wie das aussieht mit den Gruppen, denn es wird Ihnen jetzt nicht unbedingt gegenwärtig sein. Ich zeige Ihnen das gleich, indem ich Sie einblende, indem ich mein Agile-Care-Programm einblende, da können Sie es mit verfolgen. Aber ich darf vorher folgenden Hinweis geben, dass allen Fällen, also diesen allen drei Fällen und natürlich auch überhaupt allen Fällen in dem Zusammenhang, die wir vortragen, stets der ursächliche Zusammenhang nicht bewiesen ist. Das heißt, wir haben keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Beseitigung der Einschränkungen, der Harnwegsinfekte, der Nieren, der Arterien und des Herzens, der Herzklappen, und der Beseitigung dieser Einschränkungen zu Anwendung von Agile Care. Also wir können nicht damit beweisen, dass Agile Care die Ursache ist für die Beseitigung dieser Beeinträchtigungen. Aber
Wir haben Hunderte, ich sagte vorhin schon, es geht über die Tausend hin, dass wir dort zeitlich einen Zusammenhang sehen, dass Menschen bestimmte Anwendungen der Care gemacht haben und danach ihre Lebensqualität verbessert haben. Das ist hier nur ein Beispiel. Nur ich muss aus Pflichtgründen darauf hinweisen, dass es sich hier nach schulmedizinischen Beweisen um keinen Beweis handelt. Sollten wir so etwas einmal machen, sogenannte Doppelblindversuche und so etwas, was ich für unwürdig halte, für diejenigen, die nur Placebo bekommen, was ich wirklich für sehr unwürdig und unmoralisch halte, dann und die Ethik meines Erachtens bei solchen Doppelblinduntersuchungen sind doch fraglich. Die ethische Bestätigung wird jedes Mal von einem Ethikrat bestätigt, halte ich trotzdem für fraglich. Trotzdem haben wir hier ein Ergebnis, auch wenn die Ursachen der Ursachenzusammenhang nicht bewiesen ist. Und in diesen Fällen haben wir immer aus der Gruppe Parasiten direkt, ja, gearbeitet. Und jetzt möchte ich Ihnen gern mal im Bildschirm zeigen, wie das eigentlich ist mit unseren Gruppen. Und dann will ich mal sehen, ob ich auch an diesem Computer Ihnen das zeigen kann. Jetzt müssten Sie hier den Ihnen gewohnten Bildschirm sehen, den Bildschirminhalt. Und da sehen Sie hier unten die Auflistung, und zwar aller, wenn Sie dann scrollen, aller Anwendungen, die jetzt ungefähr 3000 sind. Und da sehen Sie links die Dauer, danach die Anwendung mit dem Quellcode-Index. Und auf der rechten Seite, ich habe das jetzt mit der Maus mal markiert, da sehen Sie die Spaltenüberschrift Gruppe. Und dort sehen Sie hier, die sind alphabetisch sortiert. Nein, doch nach der Eintragung. Also sind irgendwie sortiert. Da sehen Sie jetzt gerade allgemeine Störungen als Gruppe. Und wenn ich jetzt hier runter scrolle, dann sehen Sie Atmung, dann sehen Sie Blutqualität, dann sehen Sie Drogen, Alkohol, dann sehen Sie Entgiftung, dann sehen Sie Entzündungen. Dann sehen Sie Erkältung, grippaler Infekt, Sie sehen Fieber und Folgen. Und insgesamt sind es 32 Gruppen, in denen wir unsere Agilcare-Anwendungen unterscheidend untergebracht haben. Hier Haut, Herz-Kreislauf, alphabetisch, Infektionen. Sie sehen, dass es immer sehr viele sind. Und Magen-Darm, Nerven, Nieren, Blase und hier schon Parasiten direkt. Und diese Parasiten direkt, und ich lese mal links bei der Benennung, was das ist. Chylomonas, HC, Chlamydien allgemein, Chlamydia pneumoniae. Hier habe ich mal eine andere, nicht die A378, sondern die DC338. Und Chlamydia trachymatis und selbstverständlich die vielen anderen auch noch. Coxsackie-Virus ist ja auch ein Erreger, denn in dem Fall keine Bakterium oder ein Erreger oder noch mehrere andere Anwendungen. Jedenfalls sind es Hunderte, die wir hier haben. Und damit möchte ich es auch belassen. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass wir jetzt schon sehr, sehr viele Parasiten direkt hier drin haben und was das für einen Sinn macht, dass, ja, jetzt bin ich wieder auf der Seite, wo ich hin wollte. Ich hoffe, Sie können sie auch sehen. Also, dass wir sozusagen mit der Gruppe Parasiten arbeiten können. Die Lösung war also in diesen Fällen Anwendung aus der Gruppe Parasiten direkt. Und diese drei Ergebnisse sind nur beispielhaft gewesen. Ich wollte sie eigentlich nur in die Praxis einführen, wollte Ihnen das erläutern, wie das aussieht. Und weltweit besitzen wir ja mit Agilcare und Sie als Anwender mit Agilcare auch den jeweils umfangreichsten Anwendungskatalog mit Anwendungen. Und wir bieten Ihnen, wir die Hersteller und Entwickler, wir bieten Ihnen ständig kostenlos Erweiterungen, Ergänzungen, Präzisierungen an. Ja, Präzisierung, was kann man präzisieren? Man kann nämlich mittels der Software die Form und damit die Verbesserung der Effektivität sehr, sehr gut vorantreiben, ohne dass man dort die Anwendung selbst ändert. Aber wir haben natürlich auch Erweiterungen vorgenommen, das haben Sie festgestellt, auch in der letzten Erweiterung Setup.
Ach, auf die Version 8.2.4 haben Sie schon Parasiten direkt gesehen und Ergänzungen. Und auf die komme ich jetzt. Und die beziehen sich natürlich auf alle 32 Gruppen. Und ich möchte Sie heute darauf hinweisen, dass wir mit den geplanten Erweiterungen der Gruppe Parasiten direkt einiges vorhaben, um sie zu verbessern. Ursächlich ist ja die Methode von großem Vorteil. Ich meine damit die Methode Agile Care, die sich auf die Entwicklung von Dr. Rife beruft, dass wir nämlich gar keine Kenntnis der Erreger haben müssen. Wir können also herangehen und können sagen, mit der und der Diagnostik oder mit der und dem Unwohlsein oder auch mit dem und dem Verdacht arbeiten, ohne dass wir die Erreger kennen. Denn es ist bisher immer sehr, sehr schwierig gewesen, die ursächlichen Erreger zu ermitteln. Und der große Vorteil der Methode nach Dr. Rife und somit auch nach Agile Care ist, dass wir die Erreger nicht kennen müssen. Und somit haben wir doch sehr, sehr große Erfolge. Die Erfolgsrate ist sicherlich bei keinem anderen Anbieter von Agile Care ähnlichen Geräten nach Dr. Rife oder nach Hulda Clark in der Höhe, wie wir sie nachweisen können. Und wir haben unglaublich viele Erfahrungen gesammelt und haben auch, wie Sie wissen, schon sehr, sehr, sehr viele Verbesserungen und Ergänzungen vornehmen können. Wie gesagt, für Sie immer kostenlos. Was passiert also, wenn wir die Methode einsetzen und mangelhafte Effektivität ist da? Mit mangelhafter Effektivität meine ich, dass wir nicht so vorankommen auf dem Wege zur Verbesserung der Lebensqualität, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das wünschen. Entweder qualitativ oder quantitativ. Also in der Art und Weise, wie gut wir das Leben verbessern können, die Lebensqualität, oder andererseits, wie schnell wir das tun können. Und dann, wie gehen wir da vor? Wie gehen Sie da vor? Sie nutzen dann hoffentlich unsere Kommunikationskanäle, die erläutere ich später noch einmal ganz kurz genauer. Aber auch nutzen Sie die individuelle Beratung durch uns, also durch uns Entwickler und Hersteller der Methode und der Technik dazu, indem Sie eben uns ein Ticket schreiben oder uns anrufen. Und was machen wir da? Wir versuchen, die Anwendung zu spezifizieren. Wir modifizieren die Empfehlungen, je nachdem, was Sie auf Ihre Erfahrung gemacht haben. Wir weisen darauf hin, wie Sie eben die Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen optimieren können, denn die haben einen großen Einfluss auf die Effektivität beim Vorankommen zu besserer Lebensqualität. Und wir haben auch mit der, ich denke, vor einem Jahr erweiterten Anwendungsmöglichkeiten über die Software, nämlich über Automation, die Möglichkeit, die Häufigkeit der Anwendung zu verbessern. Und der ein oder andere mag sich erinnern an Beispiele, wo ich gesagt habe, einige sind überhaupt nicht vorangekommen, haben täglich die Anwendung getan. Und erst als sie dreimal am Tag gemacht haben, und zwar ohne Pause dazwischen, über Nutzung der Automation, haben sie dann schlagartig, und mit schlagartig meine ich nach kurzer Zeit, gewaltigen Erfolg verzeichnen können. Nun ist es so, dass wir nicht nur über die Beratung, sondern auch über äußere Effekte, äußere Entwicklungen hier, ja, möchte sagen, einen Vorteil genießen können. Was meine ich damit? Zum Beispiel die Erreger selbst können wir erkennen, zum Beispiel durch Laboruntersuchungen. Es sind neu hinzugekommen in den letzten 10 Jahren, denke ich, eine Routine, um über die DNA-Erkennung in den Ausscheidungen oder in den Blut, in den Gewebeflüssigkeiten zu erkennen, was wir dort an Erregern vorfinden. Denn die meisten Erreger, insbesondere Bakterien, wenn die nämlich an Luftsauerstoff kommen, sterben die ab. Und dann nutzt eine Laborentwicklung über die Züchtung und Entwicklung dieser Erreger gar nichts, sondern wir können die einfach nicht nachweisen, herkömmlich. Aber durch die Möglichkeit, bei den abgestorbenen Mikroorganismen die DNA zu erkennen, wie wir es zum Beispiel mit BioVis in Auftrag geben können, hat sich eine Routine herausgestellt, mit der wir sehr, sehr gut Erreger erkennen können und gegen sie dann natürlich vorgehen können. Das ist ein Weg, die Laboruntersuchungen, die sich massiv verbessert haben. Zweitens
energetische Tests auf Pathogene, dass man also energetisch testen kann, sei das über Kinesiologie, sei das über Tensoren oder über andere energetische Tests, die ich jetzt hier nicht weiter erläutern kann, können wir auch auf Pathogene testen. Und Pathogene sind ja die Erreger, wir bezeichnen die Erreger als Pathogene, wenn sie uns stören, also pathologisch für uns werden. Und mir ist dann noch aufgefallen, dass sich auch auf dem Gebiet der Dunkelfeldmikroskopie sehr, sehr viel getan hat, womit man eben auch Erreger erkennen kann und die zunehmend besser spezifisch bestimmen kann. Und diese Möglichkeiten der neuen Methoden der Erkennung von Erregern und andererseits die Notwendigkeit, also die Möglichkeiten der Methoden, andererseits die Notwendigkeit, die Effektivität zu verbessern in den Fällen, wo wir mangelhafte Effektivität haben, die hat uns auf die Idee gebracht, verstärkt die Anwendung der Gruppe Parasiten direkt zu nutzen. Und da kommt uns entgegen, und ich glaube, vor Wochen haben wir das mal erwähnt, dass wir eine große Zahl von Anwendungen Parasiten direkt ergänzen wollen, weil uns dort die wissenschaftlichen Untersuchungen und Frequenzmuster übergeben wurden in großer Zahl. Und wir also schon sehr, sehr fleißig, möchte ich sagen, dabei sind, emsig das zu integrieren und zu testen und ihnen dann möglichst bald zur Verfügung zu stellen. Wir werden also die Anzahl der Anwendungen in der Gruppe Parasiten direkt erheblich erhöhen. Wenn Sie jetzt mal nachschauen, ich habe es nur geschätzt hier, haben wir in der jetzt bei Ihnen bestehenden Version von AgriCare, der Softwareversion 8.2.4, sie stammt vom 17. Mai, also von vor wenigen Tagen, haben wir ungefähr 600 Anwendungen Parasiten direkt. Also ich habe sie auch nicht einzeln gezählt, aber das ist ungefähr die Größe, die ich abgeschätzt habe. Wenn wir sie dann mit der Version 8.2.5 versorgen werden, wie gesagt, das erfolgt selbstverständlich weiterhin kostenlos, dann wird in Summe die Zahl der Anwendungen in der Gruppe Parasiten direkt ungefähr 1500 sein. Wie gesagt, vorbehaltlich der Tests, die wir noch machen müssen, aber ich denke, in Kürze werden wir Ihnen das übergeben können. Und wir haben zwar große Aufwendungen damit, mit der Beschaffung, mit der Integration, mit der Programmierung, mit der Software, Veränderung und auch mit den Tests. Aber trotzdem denke ich, wir sind so erwartungsvoll, dass es einen qualitativen Schub geben wird für diejenigen, die nicht schnell genug und nicht ausreichend genug die Qualität der Lebensqualität verbessern können, dass wir das bestens unterstützen können. Und deshalb treiben wir diesen Aufwand. Und deshalb habe ich mir auch heute die Zeit genommen, Ihnen das zu erläutern, damit Sie auch Verständnis dafür haben und dann auch über die Wege der Diagnostik vielleicht besser dazu kommen, welche Parasiten direkt wir sozusagen zu eliminieren haben. Wie gesagt, nur in den Fällen, wo Sie nicht ganz so zufrieden sind, Ihre Erwartungen höher sind als die Effektivität auf dem Wege zur Verbesserung der Lebensqualität mit AgriCare. Schlussfolgerung sollte also sein, von dem, was ich Ihnen vorgetragen habe und von dem, was ich Ihnen angekündigt habe, dass moderne Tests und Labordiagnostik neue Möglichkeiten des Einsatzes von Parasiten direkt verbessern und damit verbunden mit den hinzugekommenen Anwendungen, die wir also in Kürze mit hinzufügen zur Software, sie zu einer verbesserten Effektivität der Lebensqualität, zur Lebensqualität mittels AgriCare kommen. Das ist unser Wunsch und das denken wir, werden wir erreichen. Das haben wir uns sozusagen zum Ziel gestellt und ich freue mich darauf, in Kürze Ihnen das übergeben zu können. Unser ganzes Team ist jetzt emsig dabei, das zu erweitern, zu präzisieren und zu verbessern. Ja, soweit also meine heute spezifischen Ausführungen. Und ich hatte vorhin in einer Folie angekündigt, die
Kommunikationskanäle Ihnen nochmal darzustellen. Sie sehen sie hier in dieser Folie. Sie können diese Folie auch benutzen. Ich gehe davon aus, dass Sie die als PDF herunterladen werden oder gerade heruntergeladen haben, dafür, dass Sie auch dort die hier bestehenden Links dann im PDF nutzen können, um das einzusetzen. Nochmals möchte ich darauf hinweisen, dass wir sehr, sehr gern unseren Telefonservice durchführen. Montags bis freitags zwischen 9 und 10 Uhr einfach durchrufen, die eingeblendete Telefonnummer und nur diese bitte, können danach wieder auflegen. Sie werden garantiert zurückgerufen in dem Moment, wo derjenige, der den Service durchführt, dann gerade wieder im Gespräch frei geworden ist. Ja, und das war sozusagen mal wieder meine Einmischung in den Workshop. Ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr gelangweilt und denke, dass wir jetzt genügend Zeit haben, Ihre Fragen zu beantworten, die Sie im Chat eingegeben haben.